die Vitalwelt Hausruck News. Ja, der Fasching rückt mit Riesenschritten näher. Ich begrüße heute bei uns in den Vitalwelt Hausruck News das Faschingsprinzenpaar aus Gebolskirchen. Hallo. Hallo. Würdet ihr euch unseren Zusehern ganz kurz vorstellen? Ja, gerne. Also mein Name ist Michaela Sturmeier und mein Prinzessinnenname ist ihre Wortgewandtheit, Prinzessin Michaela die Zweite aus Polzing. Mein Name ist Zübel Roland und im Fasching heiße seine Wurstigkeit Prinz Roland der Erste von Maslen. Was steht denn heuer alles auf dem Gebolskirchener Faschingskalender? In Gebolskirchen steht traditionellerweise, also es stehen jedes Jahr zwei Bälle auf dem Programm. Da beginnt am 15. Februar der Feuerwehrball der Freiwilligen Feuerwehr Gebolskirchen. Der findet im Gasthaus Meierhuber statt. Dabei wird es auch zur Schlüsselübergabe kommen durch den Bürgermeister Alice Kastner, der uns den Schlüssel traditionellerweise übergibt. Der nächste Programmpunkt ist dann am 23. Februar der große Faschingszug, zu dem wir viele Zuschauer erwarten. Und jeweils die Ortschaften, Stammtischrunden, Vereine beim Faschingszug mitwirken durch Wegen, beziehungsweise auch Musikkapellen dabei sind und die Jungmädchengarde dabei ist. Und im Anschluss wird es dann in den Gasthäusern noch zum Faschingsrummel kommen. Und am 1. März ist dann der zweite Faschingsball oder Faschingsgschnas im Gasthaus Bichler von Musikverein Gebolskirchen. Haben sich da schon viele Gruppen angemeldet für diesen Faschingsumzug? Bei uns ist es eher üblich, dass da keine Anmeldungen haben. Da kommen einfach jeder, der was will, darf kommen, ist herzlich eingeladen und es soll da ein wenig Überraschung sein, wer kommt und was für ihre Wegen das gemacht wird. Wann genau fängt dieser Faschingsumzug an? Der Faschingsumzug, der fängt um 14 Uhr an, am 23. Februar. Und vorher werden die ganzen Wegen außerhalb vom Ortsgebiet aufgestellt. Also jeder, der daran teilnehmen möchte, also pünktlich da sein, um 14 Uhr wird pünktlich weggefahren. Ja, ich bedanke mich beim Faschingsprinzenpaar aus Gebolskirchen fürs Kommen. Ich wünsche euch natürlich für alle Veranstaltungen sehr viele Besucher. Und natürlich gibt es im gesamten Vitalwelt Hausruckland die verschiedensten Faschingsveranstaltungen in den nächsten Wochen. Und zwar gibt es da am 4. März in Bad Schallerbach am Rathausplatz eine große Maskenprämierung. Dann schon der traditionelle Galsbacher Narrenabend am 1., am 7. und am 8. Februar. Und natürlich gibt es auch in Christkirchen einen Faschingsumzug. Und zwar am 4. März um 14 Uhr im Stadtzentrum. Vitalwelt Hausruck News.